Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 22.10.2019. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Item Shop den Creator Code sofort gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja, sorry Leute, bin ein bisschen erkältet jetzt hier. Deswegen, falls irgendwas stört, tut's mir jetzt schon leid. So, wir fangen jetzt an. Wir haben jetzt hier den Ballkunst-Emote. War schon ewig nicht mehr im Shop. Ich finde das Ding mega geil für 500 V-Bucks. Der Teil kriegt von mir auf jeden Fall 10 von 10 und hat hier ein Voting von 4,29 von 5 bei 14 Votes am 2. Juni 2018. Das erste Mal drin gewesen. 9 mal 26. Mir war das letzte Mal im Shop am 31. Mai 2019 vor 144 Tagen. Extraterrestrial. Mega strange, das Teil für 500 V-Bucks kriegt auf jeden Fall von mir auch jetzt inzwischen 10 von 10. Ich finde den auch aktuell richtig geil. Hat hier ein Voting von 4,03 von 5 bei 35 Votes. Am 8. Juni 2019 ist das Mal dran gewesen. 8 mal 43 Reminder, das letzte Mal im Shop vor 30 Tagen. Dann haben wir den Kasachok. Ja, rihihi, für 800 V-Bucks. Mega geil. Der Squad Kick kriegt von mir auch 10 von 10. Hammer. 4,48 von 5 bei 27 Votes. Am 28. April 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 18 mal 64 wie meine. Das letzte Mal im Shop vor 98 Tagen am 16. Juli. Dann haben wir den Strohling für 200 V-Bucks. Ja, kann ich nicht so wirklich viel mit anfangen. Der Teil war aber auch schon ewig lange nicht mehr im Shop gewesen. Das ist der Haystacks und er kriegt von mir ein Voting von 6 von 10. Hat hier eine aktuelle Bewertung von euch von 3,5 von 5 bei 18 Votes. Am 6. März 2019 das erste Mal drin gewesen. Ja, 3 ist jetzt das dritte Mal. Das letzte Mal im Shop vor 120 Tagen am 24. Juni 2019. Der Phoenix. Ein bisschen Musik schauen wir jetzt weg. Keine Ahnung. Phoenix für 1200 V-Bucks. Das Teil finde ich persönlich richtig cool. Kriegt von mir 9 von 10. Hat hier ein Voting von 3,96 von 5. Bei 25 Sports am 26. August 2019 ist das erstmal drin gewesen. 4 mal 5 Reminders. Letztes Mal im Shop am 28. September vor 24 Tagen. Dann haben wir den Vulture, der Sound ist tatsächlich weg. Vulture, habe ich sogar ein Gameplay oben rechts jetzt verlinkt in der Ecke, auch vom Phoenix, könnt ihr auch gucken. Für 15 V-Bucks das Teil kriegt von mir 9 von 10, hat hier ein Voting von 3,29 von 5 bei 17 Votes am 1. September 2019, das erste Mal drin gewesen. Das vierte Mal jetzt, 10 Reminders, letztes Mal im Shop vor 10 Tagen. Dann haben wir hier den Doppelschläger für 800 V-Bucks. Das Teil finde ich persönlich ziemlich crazy cool. Eliminate steht da drauf. Und das Teil kriegt von mir 8 von 10. Das ist der Foulplay. Und er hat ein Voting von 3,07 von 5 bei 14 Votes am 18. Juni 2019. Das ist mal drin gewesen. 4 mal 18 Reminders. Jetzt mal im Shop vor 73 Tagen am 10. August. Dann haben wir Fledermausi, die Crazy Fledermaus. Sowas von pottenhässlich, das Teil. Und so crazy, dass es irgendwie schon wieder cool ist. Kriegt von mir 9 von 10. Erinnert mich so ein bisschen an Pummeluff, das Pokémon. So, und Batso, oh mein Gott, schneidet richtig schlecht ab. Hat ein Voting von 2,47 von 5 bei 17 Votes am 18. Juni 2019. Das ist erstmal drin gewesen. 4 mal 3 Reminders, auch vor 73 Tagen, setzt man schon auf Stopp, brauche ich nicht mehr vorzulesen. So ein Asmodeus für 1200 V-Bucks. Stilvorschau. Das Auge da, ja. Hier sieht er relativ cool aus. Kriegt von mir 7 von 10 der Asmodeus und er hat ein Voting von, oh mein Gott, 2,72 von 5. Bei 29 Votes am 18. Juni 2019 sind es mal drin gewesen. 5 mal 14 Reminders. Und dann haben wir können uns dann mal das Backpack von dem anschauen. Das ist hier das da. Finde ich, ist aber auch nicht wirklich so cool. Also dann haben wir hier Callisto.
Callisto finde ich total bescheiden. Und Callisto kriegt von mir 3 von 10. Ich finde die schrecklich. Callisto hat hier ein Voting von 2,81 von 5 bei 32 Votes. Ja, 4 Reminders, ne? Nein, 35 Reminders. Sorry for that. Dann haben wir den Motorrüpel für 800 V-Bucks. Den Biker Enduro Racer, hier kann man so sagen. Der Teil kriegt von mir 7 von 10. Der Motor. Das ist der Hard Charger, genau. Und hat ein Voting von 4,13 von 5 bei 8 Votes am 7. September 2020. So, Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann use gerne im Einem-Shop der Creator Code zuvor gleich TV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos. Bei mir ist falsch angeklickt, sorry. Aber könnt ihr trotzdem machen. Support a Creator. So, also. Sorry, hier nochmal hin zurück. Was habe ich denn? Ich wollte es eigentlich wegklicken. Sorry, mein Hirn ist gerade nicht so wirklich da. Also, eigentlich wollte ich es wegklicken, habe das andere reingeklickt. Na gut, also, tut mir leid. So, am 7. September 2019 ist das erste Mal drin gewesen und seitdem nicht mehr. So, jetzt habe ich es. Wahnsinn. Biker-Rucksack für 200 V-Bucks. Das Teil, ja, finde ich, ist ganz okay. Aber würde ich mir jetzt nicht unbedingt holen. Geht von mir. 4 von 10. Motocase hat hier ein Voting von 3 von 5 bei 3 Votes. Dann haben wir das Stuntrad. Das finde ich relativ cool. Ui, kriegt von mir 9 von 10. Und das Teil hat hier ein Voting von 4,25 von 5 bei 4 Votes. So, dann sind wir hier auch schon durch mit diesem Set. Jetzt kommen wir zu den Basketball-Skins. Fangen wir hier mal mit diesem Korb an, diese Picke. Das ist der Slam Dunk für 800 V-Bucks. Wollte immer schon mal mit einem Basketballkorb hier mal eins über die Rübe braten. Über die Rübe braten. Sorry. Ist das da hinten? Da ist sogar ein Pflaster drauf, ja. Das bräuchte ich jetzt wahrscheinlich auf meinem Hirn. Der Slam Dunk kriegt von mir 9 von 10, ich finde den cool. Hat hier ein Voting von 3,91 von 5 bei 11 Votes. Am 1. Juni 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 7 mal 8 Reminders, das ist das letzte Mal im Shop am 31. Mai vor 144 Tagen. Ich glaube, da war das komplette Set drin. Dann haben wir Korbzeit, der Gleiter, ziemlich cool. Oh, jetzt ist auf einmal der Sound wieder da. Crazy. Für 1200 V-Bucks das Teil. Geil. Kriegt auf jeden Fall von mir 9 von 10 und hat hier ein Voting von 4,4 von 5 bei 10 Votes. 7 mal im Shop, 11 Reminders. So, dann sind wir bei dem Sprungwurf. Das ist hier der Jump Shot und der kriegt von mir 7 von 10. Er hat hier ein Voting von 3,97 von 5 bei 33 Votes. Am 1. Juni 2018 ist das mal drin gewesen. 7 mal 4 und 5 Reminders. Ja, und dann haben wir hier noch die Dreifachbedrohung. Jo, für 1200 V-Bucks. Ich denke, das ist unser letztes Item für heute. Da hinten ist ein Lama auf der Kappe. Ist auch geil. So, die Gliders. Ja, die Lady finde ich jetzt, ja, kriegt von mir 5 von 10. Und die hat hier ein Voting von, oh, wie viel krasser bewertet. Also 4,36 von 5 bei 73 Votes. 186 Reminders. Jo, jetzt muss ich dem ganzen Ding hier noch eine Benotung geben. So. Und dann ist es ein bisschen, naja, also ich meine, es sind ziemlich viele geile Sachen dazwischen. Ich finde den Phoenix cool, ich finde den Vulture cool, ich finde den Kassachok geil, ich finde den Extraterrestrial geil, ich finde die Ballkunst geil. Hier dieses Set, da kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen, mit den beiden hier links mit Fledermausi und dem Motorrüpel, Asmodeus und Co. Ist jetzt nicht so die, ja, die Basketball-Skins sind allerdings auch schon wieder ziemlich cool, aber rechte Seite geil, linke Seite, naja, ganz okay.
Und das reicht eigentlich, sage ich mal, für ein It's Meh. Und da haben wir momentan folgendes Voting. Wir haben 556 Love It, 786 It's Meh und 2425 Hate It's. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, benutzt unseren Creator-Code sofort, gleich, TTV und schaltet 6 Mal ein, wenn es wieder heißt, Friday Daily Sharp News mit mir, dem Endler. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.